Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Iratus. Beim letzten Mal haben wir noch einen Boss besiegt und wir haben einiges an Items, habe ich gesehen. Und die wollen wir jetzt erstmal verteilen, bevor wir weitergehen. Und zwar hier zum Beispiel die Seelenessenz. Die geben wir dem Skelett. Das stellt dann 15% des perfekten Schadens als Mana wieder her. Ich denke, das ist ganz gut. Das ist unser höchstes Level. Dann... Der Lakai kann nicht bewegt werden. Wer muss auf der Position dringend bleiben? Ich denke wahrscheinlich am ehesten die Todesfee, oder? Und die braucht mehr Ausweichen. Wegen dem zweiten Schuh. Damit sie sich wieder heilen kann. Gut zu wissen. Das heißt, wir haben ja hier ein paar Punkte. Das heißt, wir skillen das hoch. So gut wie wir halt das können. Ne? Dass sie häufiger ausweichen kann. Und dann sollte das mehr procken. Das heißt, sie sollte dann auch ihre HP wieder herstellen. Können wir das zweimal ausrüsten? Nee, das geht nicht. Bis zum... 3 Glück oder 3% Crit. Ich denke, das wäre ganz gut für sie hier. Weil sie ist hinten und sie kann Crit sehr gut gebrauchen. Die Braut des Iratus. Die ups. Wir haben noch den Stierschädel. Position 1 oder 2 Hälfte bis zum Gefecht sind plus 5 Vitalität. Es ist nicht so toll, aber ich denke, dem Geist bringt das halt wahrscheinlich am meisten, weil er halt relativ tiefe Basis-HP hat. Wobei das pockt jede Runde, bis 5-mal stapelbar. Ja, geben wir das dem Geist. Das passt schon. Fußfessel, was? Erste 3 Position. Ich denke, die Fußfessel ist wahrscheinlich fast am wichtigsten für dich. Du kriegst die Fußfessel. Damit du auf Position 3 bleibst. 2 wäre jetzt auch nicht so dramatisch, aber ich möchte nicht, dass irgendwie dann das Skelett würde dann auf 3 kommen. Das wäre doof. Das wäre nicht so toll. So, dann. Du wirst geheilt, das ist gut. Du kriegst... Ja, ich denke, das lassen wir erstmal so. Ich wollte noch... Wir haben Talente zu vergeben. Und zwar haben wir 6 Talentpunkte. Es gibt hier noch 2 neue Skills, die wir im Zerstörungsbaum haben. Einmal den Knochenobelisk. 46 Schaden und das Ziel wird für eine Runde gelähmt. Kostet 50 Mana, das ist schon relativ teuer. Oder Schädelhagel, 24 Schaden bei allen Gegnern und für 3 Runden in Flammen. Ich denke, wir nehmen das hier. So kehren meine dunklen Kräfte zurück. Und ja, das scheint mir ein guter Spell zu sein. Kostet halt sehr viel Mana. Das heißt, wir brauchen tatsächlich dann mehr Mana. Was im Umkehrschluss heißt, wir brauchen das Ding, das uns Mana herstellt. Das hier, Lobpreisung. Dafür brauchen wir eine Braut des Iratus. Stellen wir uns die doch mal ganz kurz her. So. Oh, Liebling. Wir haben ja genug, so denke ich. Verdorben. Nein, das wollte ich nicht. Friedhof, so. Stell das her, wir brauchen Mana. Ja, der Sinn und Zweck dieses Monuments ist die Kanalisierung magischer brauchen Energie. Wir das Ding hier, was auch immer das für ein... Es gibt meinem Unterschlupf auch das gewisse Etwas. Die Lobpreisung des Stillputs, ja, nach jedem Gefecht 10 Mana. Und wir haben noch, wo ist der Schwarze Ritter? Der Schwarze Ritter ist momentan da zum Heilen. Das passt für mich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal weiter in den Ausgang mit unserem Kampftrupp. Und kommen jetzt wahrscheinlich hier hoch, ne?
Genau wie bei den Menschen wuchs über die Jahre und Jahrzehnte auch unter den Zwergen der Hunger nach Wohlstand. Die alten Traditionen so vergessen, wie die Namen ihrer Vorfahren verblassten nach und nach und die Erinnerungen daran, wie, wer sie einst waren. In ihren Augen wiegt die Logik heutzutage mehr als irgendein zu Staub zerfallener Urahn. Rücksichtslose zwergische Wissenschaftler haben inzwischen das Heft übernommen und die Menschen liefern ihnen im Kampf gegen Iratus nur zu gern, was sie für ihre zwielichtigen Experimente benötigen. Heute lebt das Zwergenvolk in großem Wohlstand, hält seine schützende und gierige Hand über die Minen. Okay. Zwergentunnel. Gut. Ist auch wieder das die Maps sind relativ groß. Und am Ende gibt es dann auch wieder einen Boss. So, momentan haben wir aber nicht allzu viel Auswahl. Das heißt, wir gehen hier einfach da ins Gefecht. Es sind nur drei Gegner, aber es sind neue Gegner. Wir haben zwei Zwergenkrieger, 9 bis 11, Berserker 9 bis 16. Der hier macht weniger Schaden, hat aber dafür ein bisschen was in Rüstung. Okay, das heißt, wir kümmern uns zuerst um die Vorderen. Wir können auch den Schädelhagel verwenden, aber ich denke, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Die machen jetzt, die machen schon ein bisschen Schaden. Wir haben immer noch den spöttischen Schlag, den wir verwenden können. Wobei, wir haben 100 Mana. Im Prinzip sollte man das ja eigentlich ausnutzen, oder? So, keiner ist gebufft. Das heißt, wir... Ach komm, wir machen einfach mal das so. Und dann... verfehlen wir Mist. Rüstung absorbiert. Sehr gut. Ja, die machen jetzt natürlich Schaden. Der hier hat nichts gemacht. Und ist die kommen in Ekstase, wenn sie angreifen anscheinend. Der hat 28% Ausweichen, deswegen haben wir verfehlt. Okay. Das ist deren Gimmick. Die können ganz gut ausweichen. Du hast eigentlich genügend Trefferchance. Du müsstest eigentlich treffen. Und es war direkt ein Crit. Erst im Tod wirst du von Wert sein. So, das heißt, wir machen das hier. Also Flammen dürften sie eigentlich nicht ausweichen können, würde ich jetzt einfach mal vermuten. So. Und da du gebufft bist, passt das. Dann haben wir den auch weg. So, dann lebt jetzt nur noch der Krieger. Ja, macht die Rüstung halt weg. So, Crescendo. Da macht er eigentlich keinen Schaden mehr. Und die Jungs... einfach drauf, würde ich sagen. Einfach drauf. Crescendo ist noch drauf. Das heißt, wir können einen normalen Angriff verwenden. Gebufft ist er auch nicht. So, und das müsste es gewesen sein. 45. Ein weiterer Stein im Fundament. Ein bisschen Schaden gekriegt, aber wir haben hier ein Level 10. Ich denke, das sollten wir auch verwenden. Was ist das hier? Die Bibliothek. Mit jedem Lakai, der... erhält Iratus 40% XP. Okay. Heißt das, haben wir ein Level-Up behalten? Oder Zauberkraft 14? Ich weiß jetzt nicht genau, was das war. Aber wir haben ein Hirn erhalten. Und erstmal nehmen wir dich hier raus. Und ich denke... du hast ja hier das Herz der Leere. Wir geben dir ein Hirn. Level 10. Und du kriegst jetzt eine zusätzliche Fähigkeit. Was nehmen wir denn? Das ist Hohler Blick. Immer wenn ein Feind einen Buff erhält, fügt ihm der Schwarze Ritter
Ich glaube, das könnte nicht schlecht sein. Das müssen wir einmal ausführen. Hält das Kampfhaltung? Ich weiß halt nicht, ob das bis zum Ende des Kampfes hält. Mehr Stress. Wenn man einen feinen Buff hält. Was ist hier der Unterschied? 75. Immer wenn ein Feind einen Debuff erhält. Das ist eigentlich fast besser, ne? Weil wir mit dem Kresse, mit der Kombination von der Fee. Beweise, dass du meiner Zeit würdig Ist das warst. eigentlich gar nicht so verkehrt, glaube ich, oder? So, dann die Werte. Du brauchst mehr Rüstung, würde ich sagen. Und mehr. Ja, weil Rüstung ist bei dir ja mehr Damage auch. Von dem her macht das. Ich meine, wir können auch. Ne, wir machen mehr Rüstung. So. Dann passt das für ihn, für den schwarzen Ritter erstmal. Zombie. Wen leveln wir hier? Was leveln wir hier hoch? Ja, das passt. Braut des Iratus muss eigentlich nicht unbedingt gelevelt werden. Ich wäre mir fast lieber, wenn wir den Zombie leveln. So, wir haben noch. Oder die Mumie könnte man natürlich auch leveln. Wir haben hier noch für eine Todesfee einen Schuh. Da wo der Schuh drückt. Was kannst du? Du hast noch. Du könntest hier noch ein bisschen was in Werten verteilen. Was wollten wir bei dir? Du brauchst mehr Schutz. Primär aktuell physisch, habe ich das Gefühl. Das ist das, was momentan so an Schaden reinkommt. So, dann werden wir am Anfang jeweils das hier verwenden. Beim schwarzen Ritter. Und dann kann die Todesfedern, fügt sie halt einfach immer noch mehr Stressschaden zu. Das ist so jetzt die Taktik und die Überlegung hinter der ganzen Geschichte. So, Kultisten. Ich gehe mal hier hin. So, was haben wir denn? Verzauberter Knochen, nur Skelett. Der Skelett wird empfänglich für Buffs. Bleibt jedoch Debuffs gegenüber immun. Ist nicht schlecht. Nur Bräute Siratus. Von Braut kritisch. Ich glaube, das haben wir schon. Haben wir ihr bereits zumindest gegeben. Schädelhagel, Schriftrolle kann nur einmal verwendet werden. Ist uninteressant, nehmen wir definitiv nicht. Herz der Leere haben wir auch schon. Das heißt, wir nehmen den verzauberten Knochen. Das ist das einzige Item, das wir noch nicht haben. Zumindest jetzt hier. Ist keine Debuffs mehr für das Skelett. Sehr gut, okay. Dann machen wir noch einen Kampf. Und gucken mal, wie sich das jetzt hier so entwickelt. Mana ist relativ voll. Das ist wieder ein Berserker. Ein Zwergenkrieger. Die haben wir ja alle schon gehabt. Ein Alchemisten. Hat ein bisschen was an Ausweichen. Mehr HP. Und ein Kämmerer. Der hat Schutzzeug. Das Gute an dem Dings ist, wir würden halt direkt einfach mal einen magischen. Aus den magischen Dings wegziehen. Flammenschädel befügt magischen Schaden. Setzt das Ziel für zwei. Wir können auch das hier verwenden. Das braucht wenig Mana. Dann kriegt der. Einfach um ihm einmal aus den Dings wegzuziehen. So, wir machen mal als erstes weg. Wahrscheinlich wieder den Berserker erstmal. So, du müsstest auch treffen. Du wartest erstmal noch. So, sind alle gebufft worden, okay. Mit ein bisschen Glück sind sie gebufft worden, okay. Das ist gut für mich, denn das heißt, wenn du triffst, machst du mehr Schaden.
So, du hast 100%. Genau, bei dir wollten wir jetzt das hier verwenden. Immer wenn ein Feind einen Debuff erhält. So, der ist in der Kampfhaltung drin. Ich weiß nicht, wie lange die hält. Wovon das abhängt. So, du machst auf jeden Fall das jetzt. Und dann kriegt die direkt einfach nochmal eins reingebraten. Au. 23 Schaden macht die Sau. Auf Schilde hoch. Ach, du bist jetzt schon aus der Kampfhaltung wieder draußen. Das hält nur eine Runde. Das ist ja dann vollkommener Quatsch. 30 AP hat der. Das wird nicht reichen. Dann machen wir den so weg. Und als nächstes entferne alle Debuffs vom Schwarzen Ritter. Das bringt uns momentan nicht wirklich viel. Weil der hier hat so einen unangenehmen Schutz drauf. Aber ich meine, irgendjemand muss den mal wegmachen. Sollten auch mal überlegen, langsam den Kämmerer anzugreifen. Der hat da saumäßig viel Schaden. Irgendwann müssen wir hier die Dinger wegkriegen. Die Zeit der Ernte ist gekommen. So, dann du auf... Ja, dann greifen wir den Kämmerer jetzt an. Weil das ist, glaube ich, der gefährlichste. Crescendo auf alle. Eigentlich misst man nicht so viel Schaden. So, du machst nochmal die Rose. Und du kannst... Also er hat immer noch den Buff. 1, 2, 3. Ah, er ist fast gestorben. Nein. Er kann nochmal angreifen, die Sau. Plus 5 Mana. So, wir müssen Edo wieder nach vorne. Crescendo auf alle. Er lebt immer noch. Das ist ein bisschen nervig. Na gut, dann mach du ihn jetzt weg. Er hier hat halt ein AOE. Und er vertauscht mir die Leute ständig, was ein bisschen ärgerlich ist, aber ansonsten ist er nicht so gefährlich. Deswegen machen wir, wobei der auch nicht gefährlich ist, wenn er gedebufft ist. Sind wir ganz ehrlich. Machen wir nochmal die Rose. Also er ist schon mal down und dann haben wir nur noch ihn übrig. Und Mana haben wir voll. Okay, nochmal. Ah, die Braut des Iratus kriegt halt immer ein bisschen Schaden, leider. Die anderen, die haben ganz gute Abwehrfertigkeiten, aber sie hat halt einfach gar nichts. Außer, dass sie hat das Ausweichen, aber das ist halt nicht so zuverlässig. So, ja, dann mach ihn weg. Mein Wille ist die Flut, die eure jämmerliche. So, was haben wir hier Neues? Ein Seelenring. Nach einem Sieg erhält Iratus für jeden geflohenen Feind 40 Mana zurück. Okay, da wir die Gegner nicht fliehen lassen, bringt uns das nicht sonderlich viel. Und das ist einfach 99 XP, oder? Das ist dieses Ding hier. Ja, das ist XP für Iratus. Da kriegt er dann einfach, ja, 99 XP nach jedem Fight, so wie es aussieht, aktuell. Gut, wir haben ja hier eine Ersatzbraut. Gucken wir ganz kurz, wie die geskillt ist. Links, rechts. Okay, dann machen wir das hier gleich. Links, rechts. Und du hast auch ein schwarzes Herz. Erhöht magischen Schaden gegen Feinde um 10%. Okay, du bist gar nicht schlecht.
Und dann hast du noch... was geben wir dir? Du brauchst mehr Crit, ne? Das heißt, wir hauen den Crit so hoch es geht. Und da können wir auch einmal 6 noch. So, 22. Da packen wir dich mit rein. Und du kriegst in der Zwischenzeit hier auch erstmal das. Und gehst in die Heilkammer eine Runde. So, das so zu leveln ist, glaube ich, gar nicht verkehrt momentan. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Break. Wobei, ne, ach, vielleicht einen Kampf können wir noch. Was haben wir hier? Ein Grab, schlafende Lakaien, uralter Sarg voller Gegenstände. Heilbrunnen brauchen wir nicht momentan. Seelenquell. Gehen wir mal hier rein und gucken, ob wir hier irgendwie einen speziellen Lakaien vielleicht kriegen. Was hätte ich denn gerne? Einen schwarzen Ritter? Stufe 9 ist nicht schlecht. Das ist nicht verkehrt. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein Gefecht in der Episode und dann... was haben wir hier? Zwei Zwergenkrieger und Berserker. Berserker wieder zuerst, würde ich sagen. So, hier erstmal das drauf. Dann... wartest du erstmal eine Runde ab. Dann ist die Braut am Zuge. So, einmal dem noch eine reindrücken. Verfehlt und geheilt. Yay. Schilde hoch. Ja, bufft ihr euch nur. Das bringt euch nichts. Plus 6 Rüstung, plus 6 Widerstand. Wobei doch, das bringt euch schon ein bisschen was. Aber wir greifen sowieso jetzt erstmal den hier an. Und ihr kriegt einen Crescendo drauf. Wir brauchen irgendwie einen AOE-Angriff für die Typen. Dann würde ich sagen, machen wir das mal so. Macht jetzt halt leider nicht so viel Schaden, als sie einen blöden Buff haben, aber... Was will man tun? 17. Tschüss. Beweg deine sterblichen Beine. Und ja, du hast halt physischer Angriff. Das bringt jetzt nicht so viel, weil die halt gebufft sind. Vielleicht wollen wir lieber mal irgendwas anderes machen. Wenn sich ein Feind bewegt. Ich dachte schon, sie wird nach vorne geschoben, aber nee, jetzt wurde sie nicht. Das wäre ein bisschen doof gewesen. Dann... Ja, greifst du den wieder an. Macht immerhin mehr Schaden als die Alternative. So, dann kannst du das hier machen. Kampfhaltung gehen. Autsch. Also, das hält einfach für eine Runde lang, die Kampfhaltung. So wie es aussieht. Und er kriegt nichts drauf? Warum nicht? Ha, ich bin gerade jetzt ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich sein soll. Wir haben viel Mana. Die sind ein bisschen, nerven, ehrlich gesagt. Der hintere, warum macht der mehr Schaden? Weil er kein Crescendo drauf hat. Dann probieren wir den doch einfach mal wegzumachen. Auch wenn wir weniger Schaden machen, wobei das hat jetzt 26 gemacht. Ach, das, weil es ignoriert das die Rüstung? Aber physischer Angriff. Aber es crittet. Und es macht den Schild von meinem Typen weg. So, was hast du noch? 20 HP. Das müsste eigentlich reichen, ja.
So, Crescendo auf den. Und ja, da kannst du nicht viel machen gegen den Ritter. Der hat genügend Rüstung. Jetzt geht es halt einfach nur noch darum, den hier runter zu zergen. Wobei, hä? Nee, okay. Entfernt sämtliche Rüstung, minus 7. Von was kam das? Das kam wahrscheinlich irgendwie von uns. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Weshalb, warum. Wieso, weshalb, warum. Ich habe irgendwas gemacht. Entfernt alle Debuffs vom schwarzen Ritter. Na gut, mach ihn einfach weg. Mach ihn einfach weg. Das war relativ einfach jetzt. Humikron-Eintrag haben wir erhalten. Und eine Geierfeder. Wenn ein Verbündeter stirbt, erhält der Lakai... Das ist wahrscheinlich dann permanent, oder? Könnte man die... Das müsste dann auch stacken, würde ich vermuten. Kann man irgendwie jeweils Level 1er noch mit reinpacken, die dann irgendwie vorne als Kanonenfutter dienen und hinten bessere Leute zu züchten. Alle keine halten plus 2 Angriffen, plus 2 Furcht. Das ist nicht schlecht. Und ein Level 10 Gehirn. Wem geben wir das Level 10 Gehirn? Der wobei wir haben die Mumie momentan gerade nicht aktiv drin. Oder dem Geist? Ich weiß es nicht. Müssen wir uns nicht unbedingt jetzt entscheiden, was wir da, wie wir das machen wollen. Auf jeden Fall hat die Todesfee jetzt noch einen zusätzlichen Skill-Punkt. Alle kein Inklusion erhalten für ihre nächste Aktion plus 14 Furcht. Nicht stapelbar. Ich meine, das ist zu wenig. Das ersetzt doch nicht... Plus 14 Angriff und plus 14 Furcht. Alle Lakaien. Ach so, ja, alle Lakaien. Inklusive der Todesfee. Nee, dann machen wir das. Das ist gar nicht so schlecht. Wenn wir Crescendo nicht brauchen, dann können wir das hier machen. Ich erwarte gute Ergebnisse. Ja, das erwarte ich auch. Sehr gute Ergebnisse erwarte ich. Was braucht sie denn? Ich denke am ehesten ein bisschen Panzerung, damit sie nicht so viel HP verliert. Aber gut, meine Lieben, das war es erstmal mit dieser Episode. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann geht es dann weiter hier in diesem, wo sind wir? Im Zwergentunnel. Und ich bin gespannt, was das Spiel sonst noch alles für uns bereithält. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Northgate.